Flüchtlingsunterkunft kurz vor Eröffnung. Großes Interesse seitens der Plauener Bevölkerung herrschte heute Nachmittag auf dem ehemaligen Plamag-Gelände. Dort hatte die zentrale Ausländerbehörde des Freistaates zu einer Besichtigung der Erstaufnahmeeinrichtung eingeladen. Zuvor konnten sich Medienvertreter einen Überblick von den Objekten verschaffen, wo demnächst rund 300 Asylbewerber einziehen sollen und die vom Deutschen Roten Kreuz betreut werden. Das DRK betreut in sachsenweit ist 31 Einrichtungen und man muss klar sagen, es gibt verschiedene Modelle, es gibt Turnhallen, es gibt Wohnheime, es gibt Zelte. Jetzt haben wir hier mit einer Werkhalle, die die Möglichkeit bietet, auch kleinere Einrichtungen, also kleinere Einteilungen vorzunehmen, dass wir sozusagen nur fünf bis sechs Personen in einer Abgrenzung haben. Insofern ist das hier schon eine bisschen bessere Einrichtung, mit der wir sozusagen ermöglichen können, ein Minimum an Privatsphäre zu ermöglichen. Neben den wichtigsten Hygieneartikeln und 3 Mahlzeiten pro Tag erhalten die Flüchtlinge eine medizinische Grundversorgung. Geplant sind außerdem ein Unterrichts- und ein Gebetsraum. Außerdem sucht das DRK noch Kleiderspenden, die in den Kleiderkammern der Kreisverbände abgegeben werden können. Aber auch hauptamtliche Mitarbeiter werden noch dringend gebraucht. Wir suchen immer auch mit Personal, was medizinische Kenntnis hat oder Erfahrung in Logistik oder auch mal im sozialen Bereich schon tätig war. Sowas ist natürlich ganz gern gesehen. Und natürlich auch, wenn sich andere Bürger engagieren wollen außerhalb des DRK, werden dafür auch Möglichkeiten geschaffen werden. Das müssen wir halt schauen, wie wir das jetzt am besten zusammenkommen alle. Noch sind einige Bauarbeiten im Gange. Die sollen bis Mitte nächste Woche beendet sein, dann treffen die ersten Flüchtlinge in Plauen ein. Laut einem Security-Mitarbeiter seien in der vergangenen Nacht einige Vermummte an der zukünftigen Erstaufnahmeeinrichtung gesichtet worden.